Achtung, ihr Bürger. Achtung, ihr Bürger. Aufgemerkt, Volkshetze. Was die Politiker da betreiben, ist eine Volkshetze, weil wir gegeneinander sind ja nicht mehr, wir sind ja Spinnefeind. Was man sich alles, ja, was man dulden muss, wenn man ein YouTuber ist oder in der Öffentlichkeit. Sind Sie schon geimpft? Bist du schon geimpft? Schon die Frage alleine ist Volkshetze, aber egal. Ich bin hochgradig verwundert, dass die Staatsanwaltschaft kein Schreiben bekommen hat wegen Volkshetze, wegen Volksverhetzung. Weil es liegt eine Spaltung vor. Eine Diskriminierung gegenüber Menschen, die gesund sind, sie keine Krankheit haben. Auch kein Covid-19. Davor oder danach. Nach der Untersuchung. Somit ist das Volkshetze. Weil nur Menschen, die Covid hatten und genesen und geimpft sind, sind Bürger. Und die Bürger, die keine Erkrankung haben, nachweislich, man kann sich untersuchen lassen, dann hat man einen Nachweis, dass man gesund ist. Alle Menschen, die gesund sind, die wirklich nachweislich gesund sind, sind somit in einer sogenannten Hetze. Es ist natürlich für einige, die vor der Kamera sitzen und schwitzen, ein Wohlgefallen darüber zu berichten oder was weiß ich auch immer. Ich persönlich, der jetzt hier dasselbe macht, fragt sich, warum gibt es keine Strafanzeige gegen diese Art von Volkshetze. Diese Politiker haben sich gegenüber dem Wähler, dem Volk sozusagen, strafbar gemacht. Dagegen sein, mich jetzt anzugreifen, meine gedanklichen Auswürfe anzuzweifeln, das ist ja schon Volkssport. Wenn man jetzt mitmacht und dann ist man in, ah ja, der gehört zu uns, yeah, yeah, yeah. Nee, ich gehöre nicht zu euch. Ich habe nicht nur meine eigene Meinung, sondern ich habe ja auch meine eigene Bildung bekommen. Ich habe an diesem Leben teilgenommen und bin an diesem Leben gewachsen. Und man hat mir sehr viele Aufgaben gestellt, die ich lösen musste. Und die Lösungen liegen vor und die wurden akzeptiert und daraufhin wurde ich belobigt, bezahlt und habe meinen Status. So funktioniert das Ganze. So, was jetzt abgeht, ist gegen die Wirtschaft, gegen den Einzelnen, gegen das persönliche Recht, selbst zu sein. Jeder hat das Recht, selbst zu sein. Jeder hat das Recht, ein TikToker zu werden. Jeder hat das Recht, es nicht zu wollen. Also jeder hat einen Willen. Und gegen diesen Willen, den er hat, darf niemand gegen sprechen. Er kann natürlich eine manipulative Geschichte hochfahren, damit er seinen Willen, dem anderen seinen Willen nimmt, dass er nicht will, wenn ihr versteht, was ich meine. So, es gibt Willenlose, die alles Mögliche betreiben. Es gibt Menschen mit hohem Willen. Sie wollen. Und dadurch passiert das, was jetzt passiert ist. So, dann gibt es welche, denen man den eigenen Willen brechen kann, wie ein Wildpferd. Morgen, Grüße. Hi. Was darf sein? So, meine Kunden verstehen mich. Das war wieder eine ältere Kundin, deswegen hatte ich unterbrochen. An sich könnte ich jetzt viel Umsatz machen mit den sogenannten Schutzhüllen für die Impfnachweise. Also ich habe mit dieser Theorie da, dass die Menschen verimpft werden, damit sie ausgelöscht. Ich habe nichts, gar nichts, wirklich tatsächlich nichts mit zu tun. Ich habe mit Daten zu tun. So. Ich habe Daten der Staatsanwaltschaft, der Gerichte, des Amtsgerichtes, der Ärzte und dadurch habe ich etwas festgestellt, was ich aber leider euch nicht sagen darf. Geht nicht. Darf ich nicht.
Aber ich mache ein Video, in dem ich erkläre und ihr vielleicht dadurch bemerkt, und deswegen sage ich, ich sehe so am Himmel so eine Art Volksverhetzung. Das Volk wird aufgewiegelt. Wir sind ja eh Misch. Wir sind ja keine Nation. Ja? Wir sind ja keine Nation. Also diese epische Lage da, vor allen Dingen die Umschreibung 1328, die halt auch bei der Polizei eingeführt wurde, ja, 1328. Ich versuche euch ja immer das zu zeigen. So am 19.06.2000 ist es. Und dann gibt es auch das BGB IS 1045. BGB IS 1045. So, dann gibt es die Änderung durch Artikel 5 GV 1906-2020 I1385 Nr. 30 textlich nachgewiesen, dokumentarisch noch nicht abschließend bearbeitet. Das ist Fakt. Das sind Fakten. 60 Seiten Fakten. So. Aufgaben des Gesundheitsamtes in besonderen Fällen, Schutzimpfung und andere Maßnahmen der spezifischen Prophylaxe. Ich finde das hochgradig interessant. Das ist Paragraph 20. Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, die oberste Landesgesundheitsbehörde, beim Robert Koch Institut eine ständige Impfkommission eingerichtet. Wer kennt denn die Impfkommission? Herr Drosten? Herr Spahn, der Banker? Naja, macht was er wollt, der EKI-Chef, der Pferdedoktor ist. Naja, egal. Hochgradig interessant. Was ich hochgradig interessant finde, ist, wer uns da aufklärt. Aufklärung für Ärzte, polizeiliche Aufklärung, Herr Bakshi, der mal eine Koryphäe war, jetzt aber über 70. Dann diverse andere Ärzte, also die sich zusammengetan. Ich finde es hochgradig interessant, dass sich eine Klientel zusammengetan und jetzt politisch wirken möchte. Ein sogenannter Umbruch. Wird ein Umbruch wirklich stattfinden? So, wenn wir den Armin Laschet, wenn wir den Armin haben, der dann uns regiert als Kanzler, 16 lange Jahre, hurra. So, 16 lange Jahre, das wäre dann das Jahr 2037, könnt ihr mal nachrechnen, was dann vielleicht passiert oder nicht passiert. Im Moment fühle ich mich so in dem Jahr 1920, 45. Grüße. Morgen.